Hallo Wetterpatient und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Batman. Das hatten wir doch schon. Ja, achso, mit Enter. Wollte ich einfach. Na toll. Hier im Kampf, was haben wir denn da? Aha. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Was haben wir für sie? Was ist denn das hier? Was? Aber ich glaube nicht, dass ich irgendwas für sie. Ich glaube, ich bin hauptsächlich mit dem guten Batman. Mit Batminski. Und ich glaube, dieses Schockwellenangriff-Ding ist ganz gut. Ich habe ja nicht vor, mich von Schützen treffen zu lassen, daher passt das schon ganz gut rein. So, wo müssen wir denn hin? Wir müssen irgendwo in die Richtung. Ah, zu diesem großen Turm da, ich erinnere mich. Da war doch was. Und es gibt wohl nur diesen einen Eingang. Da oben hin. Haben wir schon das? Nein. Frierst du? Natürlich friere ich. Es sind 10 Grad minus und Harley lässt uns hier draußen erfrieren. Verrücktes Luder. Ich wette, die hat es da drin schön warm. Ganz ruhig, Mann. Ich frage ja nur. Wer war die Frau, die die verschleppt? Batman. Es ist Batman. Ja, aber die Frau Batman. Genau, die Frau war Batman. Ganz klar. Wer auch sonst, also. Komm her, Batman! Oh, das sah nicht aus. Das ist. Das auch ist jetzt ordentlich wehgetan. Ach Mensch. Worauf wartest du noch? Aua, der hat mich kaum, bevor ich ihn hauen konnte. So ein unfairer Mensch. Doch. Egal, wo du bist. Irgendwann finde ich dich und dann mache ich dich. Ich bin bei der Kirche. Harley Quinn soll sich darin befinden. Diese furchtbare Frau hat gewiss eine Falle für sie vorbereitet. Keine Sorge, Alfred. Quinn war nicht sonderlich klug. Ich schaff das. Batman so. Ja, die war noch nie besonders helle. Sichtkontakt zum Ziel. Moment, wir haben eine Charakterbiografie bekommen. Die wollte ich jetzt vorlesen, weil sie war. Du. Harley Quinn, richtiger Name, Dr. Harleen Quinzel, Beruf professionelle Verbrecherin. Standort Gotham City, blaue Augen, blonde Haare, 1,70 groß bei 63 Kilo und ist das erste Mal im Harley Quinn Nummer 1 erschienen, 1991. Die Biografie. Die Psychologin Dr. Harley Quinzel, die in der Anstalt von Arkham die Aufgabe hatte, den Joker zu betreuen, war schon bald vollkommen auf ihren Patienten fixiert. Sie half ihm aus der Gefangenschaft zu fliehen und nahm ihre kriminelle Identität Harley Quinn an. Quinn ist eine unberechenbare, gewalttätige Verbrecherin. Ihr einziger Antrieb besteht darin, Jokers Gunst zu erlangen. Aufgrund dieses bösartigen Naturells wird Quinn so nur... Aufgrund seines bösartigen Naturells wird Quinn so nur zu einem weiteren seiner Opfer. Allerdings zu einem ziemlich gefährlichen. Seit Jokers Titanüberdosis hat sich Harleys Geisteszustand weiter verschlechtert. Sie ist wild entschlossen, ihm ein weiteres Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Sie ist überraschend stark und ausdauernd, überragend turnerische Fähigkeiten und zeichnet sich aus durch eine vollkommene Verachtung des menschlichen Lebens. Haben Sie Kontakt zu Batman? Na denn, ihr habt dich Kontakt? Ich hab Polizei. Nein, hab ich eben nicht. Ich hab mehr so den Rest, Batarangs und so. Sind auch viel besser als Polizei. Ich meine, Batarangs, die sehen aus wie Fledermäuse. Na gut. Und nu? Bin ich da? Dann machen wir mal die Tür auf. Batman! Hallo? Nein! Bleibst du liegen? Lass die Dame los, Batfreak! Sonst kriegen die hier alle eine Kugel ab. Ich glaube, du solltest lieber tun, was er sagt. Ja. Wäre ein Jammer, wenn Blut auf meine neuen Klamotten spritzen würde. Was meinst du, Fledermaushirn? Ist das okay? Was rede ich da? Natürlich. Natürlich ist es das. Wahl haben wir ja nicht. Egal. Die Sache ist die. Mr. J ist nicht in der Lage, Besuch zu empfangen. Oh. Er fühlt sich nicht so. Auch wenn er recht viel an sich rumfühlt. Aber das meine ich nicht. Zu viel Info.
Es geht ihm nicht gut und die bescheuerte Ärztin von hier konnte ihm auch nicht helfen. Ich glaube, selbst diese Penner sind klüger. Ich muss los, Jungs. Wenn er irgendwelche Spielchen versucht, tötet ihn! Klingt... Was war das denn? Es wäre Selbstmord, bewaffnete Schurken frontal anzugreifen. Mhm. Ich muss verschwinden und sie leise nacheinander ausschalten. Ah, jetzt kommt die Sneaky-Teil. Und away! Ist weg! Verschwunden! Sie wissen nicht, wo ich bin. Gut, dabei Scheiße. Soll es auch bleiben. Er schnappt uns. Zeit, den Raum zu untersuchen und meine Taktik zu wählen. Detektivmodus an. 4 Schurken, alle bewaffnet. 2 Geiseln. Das wird ein Kinderspiel. Wir müssen von hier verschwinden! Der wird uns schnappen! Ja? Batman, kannst du mich hören? Wenn du herkommst, Das hält ihn nicht auf. Oh Mann, ich werde hier krepieren. Ja, Alter, Leute, Sekunde. Das ist akustisch, geht das gar nicht. Die sind doch viel zu laut. Ja, die Dialoglautstärke mal. So. Die Effektlautstärke machen wir auch eher so. So ist angenehmer, denke ich. Ah ja, er schreibt mich nicht mehr tot. Er hat eine Geisel. Ich konnte ungesehen auf das Gerüst über ihm gleiten und ihn von dort aus ausschalten. Ey, das sah lustig aus. Ich dachte gerade, der eine wäre der Arzt. Ups. Nein. Huh, Mensch. Das war gerade steuerungstechnisch ziemlich dämlich. Von mir aber auch. Ah, Mensch. Naja, dann zu dir, ne? Ups, was zum... Hallo? Ach, so geht's. Ja. Okay, das war gerade ziemlicher Fail. Gut, dass der andere irgendwie eine Reaktionszeit von so einem Brötchen hat. Wer der eigentlich rum, der Letzte? Was ist los? Antworte mir! Oh Gott, er hat dich! Dieser Idiot glaubt, dass er im Beichtstuhl sicher ist. Dabei macht es mir nur leichter, hinter ihm zu gelangen. Das ist korrekt. Lass mich bitte gehen. Überraschung! Ja? Durchdringendes Erlebnis, ne? Der Raum ist gesichert. Das sieht aus wie ein Rätsel vom Riddler. Ja, gut, kein Problem. Kann ich jetzt mit euch sprechen? Na, das ist ja gar hilfreich. Warum? Warum machst du zu? Ich muss doch da durch. Aus dem Glockenturm. Ich muss irgendwie da hochkommen. Ah, Moment, wie wär's? Ja, ja. Kein Problem. Aber wir gehen erstmal. Ich weiß nicht, ob ihr das bemerkt habt, aber Batman hat unsere Ärsche gerettet. Wenn jemand sie finden kann, dann er. Na Mensch, danke fürs Vertrauen. Oh Gott. Frame, meine Brüche. Geht weg. Da geht's lang. Das war einfach. Das ist quietly unnice. Da ist die Waffe. Allem Anschein nach wird sie von Joker ferngesteuert. Mhm. Na komm. Ach so. Ja, Gott, ist doch nicht so schwer hier. So, jetzt hier Beweise scannen. Hä? Ah, da spricht er mit uns. Naja, du hast angefangen, also. Bumm.
Na gut, dann, ich möchte was Lustiges zeigen, aber das weiß ich noch aus dem Spiel. Mhm. Ja. Worauf wartest du noch? Wir wissen beide, wie das helfen wird. Richtig. Aber, Achtung. Jetzt geht's gleich hoch. Oh, das war ein Fremdantritt drin, Mensch. Alfred, ich habe das Signal geortet, mit dem das Scharfschützengewehr ferngesteuert wurde. Es war der Joker. Das ist der Helikopter. Ich schnapp ihn mir. Das Funksignal müsste mich zu ihm führen. Viel Glück, Sir. Haben wir denn eine ungefähre Richtung? Ah ja, da lang, wie es aussieht. Ah, ja, das sieht gut aus. Das scheint die weitestgehend richtige Richtung zu sein. Was soll ich machen? Jetzt im Detektivmodus sein? Oh, Moment, was? Wir haben ein klingendes Telefon geordnet. Wir gehen ans Telefon. Ah, ja. Zaz. Victor Zaz. Höchstpersönlich. Freut mich, dass du dich erinnerst. Ich werde dich nie vergessen. Ich habe mir ein ganz besonderes Spiel ausgedacht, Batman. Na, dann erzähl mal. Klingeling. Klingeling. Ah, wir haben eine neue Charakterbiografie bekommen. Victor Zaz, professioneller Verbrecher, Gotham City, blaue Haarfarbe, keine, ehemals blond, 1,73, 68 Kilo und ist in der ersten Episode von Shadow of the Batman 1992 rausgekommen. Zaz ist ein völliger Soziopath. Er hat ein sorgenfreies Leben und wurde doch zum Serienmörder. Seine Opfer werden von ihm völlig willkürlich ausgewählt. Zaz geht es nur um die Anzahl der Toten. Für jedes seiner Opfer ritzt er sich einmal in den Körper. Eine besondere Stelle seines Körpers hat er für Batman reserviert. Seitdem man ihn nach Arkham City gebracht hat, weiß niemand, wo er sich aufhält. Die steigenden Mordraten dort sprechen allerdings für sich. Die Eigenschaften. Zaz ist ein Psychopath, der keinerlei Achtung für das Menschenleben hat. Geht bei seinen Morden nie gleich, vor was es schwer macht, ihn zu fassen. Und er hat ein zwanghaftes Bedürfnis, andere zu töten. Na Mensch, grundsympathisch, der Kerl. Wo sind sie? Sie hätten schon vor Stunden zurück sein sollen. Ich weiß nicht. Sie kennen die Regeln. Ich sage es euch immer wieder. Seid hier, bevor es dunkel wird. Ja, das klingt nach einem guten Plan in so einem Ort. Verdammt! Wieso können die nicht hören? Das ist der einzige Ort, an dem wir sicher sind. Wir bleiben hier und diese Tiere lassen uns in Ruhe. Das sagst du dem Falschen. Wo muss man denn lang? Ich weiß. Wieso sind sie rausgegangen? Wegen Essen vermutlich. Sie hätten warten sollen. Nee, da lang muss man. Verdammt, wir haben alle Hunger. Hab seit Tagen nichts gegessen. Wir sterben hier. Wir sind hier sicher. Ach komm, ihr sterbt hier. Ich besorge uns was zu essen. Läuft doch bei euch noch ganz gut. Jedes Mal, wenn Strange Essen abwirft, holen diese Bastarde es sich. Wir haben keine Chance. Mir fällt schon was an. Es ist die blöde Fledermaus. Was, wer hat mich gesehen? Na Mensch, blöd gelaufen. Dann hättest du mich lieber nicht gesehen. Kurz der Sound gerade gebackt hat, das ist dann ungut. So. Alle ausgeschaltet, das lief doch. Und sie rutschen die Brücke runter, Treppe. Wie wollt ihr die denn immer alle einfangen, zum Teufel? Sind wir absolut sicher? Nein, aber haben wir eine Wahl? Es muss noch was anderes geben, was wir tun können. Also ganz im Ernst, wie kriegt ihr die denn? Die legen uns um, wenn wir zurückkommen. Du hast gesehen, was passiert ist, als Batman ins Gerichtsgebäude ging. Batman! Es ist Batman! Soweit korrekt. Batman rauskommen sehen? Ja. Willkommen, Insassen! Ihr werdet nun mit zögerlichen Schritten einer besseren Welt entgegengehen.
Eine Welt voller Spaß und ich glaube, hier sind wir richtig. Und nur einer einzigen Person, der ihr gehorchen müsst. Meiner Wenigkeit. Oh, na ganz toll. Entdeckung! Es ist Batman! Das ist soweit korrekt. Okay, der hat mich getroffen, weil ich nicht aufgepasst habe. So, jetzt ein paar mehr, dann... Zack. Dann kommt... Was hat das Spiel für Probleme hier? Nein, habe ich nicht alles, okay. Aber danke für die... Danke für deine Anteilnahme, das ist sehr freundlich. Oh Gott, was ist denn hier auf einmal los mit mir? Angst, Mann? Ernst jetzt? Den dann entwaffnen wir einfach und hauen ihn böse ins Gesicht. Wo wir gerade bei Leuten böse ins Gesicht hauen sind. Jetzt kommt man hier doch wieder gut durch. Ich würde das mit der Eisenstange lassen. Das ist bis jetzt für keinen von den Jungs auch so gut ausgegangen. Nur so als kleiner Hinweis nebenan. Andererseits, wenn sie halt damit treffen, ist man halt so kurz benommen. Das ist echt unangenehm als Spieler. Wo wir gerade bei unangenehmen Sachen sind. Ich meine, dieses Training eigentlich gar nicht interessiert mich doch eigentlich gar nicht. Ja, ganz toll. Genau genommen seid ihr es ja die... Na, okay. Ups, da geht's lang. Genau, jeder weiß es, man hat keinerlei Kampferfahrung oder ähnliches. Ist quasi ein Nichts. Ja, davon sollte man ausgehen, ne? Aber irgendwie ist der Strange wohl... Könnte meinen, der macht das, was er da macht, nicht ganz legal. Ich weiß. Klingt verrückt. Oh, das ist eine der einfachen Sorte. Hier irgendwo kommt das her. Ich weiß, was ihr jetzt alle denkt. Kann das wahr sein? Stimmt all das, was man sich über ein Leben bei Joker Enterprises erzählt? Ja, alles wahr. Hier irgendwo muss es sein. Wenigstens wisst ihr, auf was ihr euch da einlasst. Und ich kann euch eins versprechen. Ihr bleibt für immer. Jetzt wird es weiterhin weniger, das finde ich gut. Sieht aus, als müsste man in die Richtung. Noch mehr Schnee. Klasse. Batman, ja, das ist korrekt. Hast du noch eine Schusswaffe? Nein, okay, alles okay. Das sagt gerade von kurzem eine verdammte Schusswaffe. So, jetzt können wir. Seid ihr zu dritt, dann lässt sich der Kampf vernünftig kämpfen. Das war mir viel zu knapp. Aber wir haben es geschafft. So, und jetzt irgendwo in die Richtung, oder was? Naja. Scheint weitestgehend richtig zu sein. Bist, Batman. Ich werde dich finden. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich finde dich halt zuerst und damit, ne? Ah, wo muss ich denn hier jetzt genau lang? Meine Güte. Ist das irgendwo hier oder was? Oh, ein Stufenaufstieg erstmal. Na dann. Wir haben neue Sachen. Eine Batclaw-Entwaffnung. Was für den Kampf. Ja. Verkehrt, wo mein neues Gedöns. Aber das interessiert mich jetzt. Ah, nein, 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 nein. Moment. Das haben wir alle schon. Aha. Was ist das? Gar nicht so schlecht. Vielleicht, wenn man Gegner schusswaffentechnisch ihm um eben jener erleichtern kann, falls man doch mal erwischt wird. Ja, wir haben jetzt gesehen, das ist vielleicht nicht ganz so meine Spezialität. Wie ihr wisst, ist Mr. James.
Hey! Da kommt dann ihr Spinner ins Spiel. Ihr müsst das Stahlwerk bewachen. Beschützt es mit eurem Leben. Ah, ein Stahlwerk. Also hier. Muss ich quasi noch die Tür finden. Zum Henker sollen wir da reinkommen. Es muss einen Weg geben. Was würde Batman tun? Sehe ich wie Batman aus? Nein, ich meine... Joker Enterprise, das sind wir. Nein! Bei einigen wäre ich schon froh, wenn es nur die Fläche wäre. Die meisten von uns haben definitiv keinen Ast des Intelligenzbaumes gestreift. Alfred, ich muss irgendwie in das Sionis-Stahlwerk reinkommen. Wieso bin ich da nicht selbst drauf gekommen? War offenbar zu leicht. Mal sehen. Wenn alle anderen Zugänge versperrt sind, wäre der einzige Zugang... Nein, das ist Selbstmord. Der Hauptschornstein? Okay, also dann. Das müsste das Ding sein? Ja, Mai. Die Abfallbörse. Wir machen noch den Schritt hier hin. Warten, dass das Spiel zu Ende gespeichert hat. Und beenden die Folge für hier. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen. Schaut ruhig mal auf Twitter und Facebook vorbei und lasst gerne ein Like oder einen Kommentar da. Das hilft immer sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Professor Creep vom Asylum of Gaming. Ciao!